So, liebe Leute, Jan Regensburg steht heute als nächster Gegner an und ja, das gehen wir heute an. Letztes Spiel nur dieses Unentschieden gegen Bielefeld, aber das ist einfach passiert. Und ja, das geht's. Aber Jan Regensburg sollten wir tatsächlich auswärts schlagen können. Zu Hause sogar. Natürlich wird er heute einer der interessantesten Spieler sein, denn der hat in den letzten drei Partien drei Tore gemacht. Kann er heute daran anknüpfen? Wir zeigen es Ihnen live bei EA Sports. Treffe auch gegen Bielefeld zum Ausgleich. Hallo und willkommen, liebe Fußballfreunde. Wir begrüßen Sie zu unserer heutigen Partie. Das gewohnte Team heute an den Mikrofonen, Wolf Fuß und Frank Buschmann. Und bei uns geht es am heutigen Tage um ein Spiel in der zweiten Bundesliga. Schalke 04 gegen Jan Regensburg. Ein spannendes Ligaspiel also, Wolf. Beide wissen, worum es geht, gerade gegen diesen Gegner. So, wir wollen natürlich gewinnen, um an Union dran zu bleiben. Und die anderen haben doch alle drei Spiele verloren. Diese beiden gehören zu den besten Spielern überhaupt. Die beiden sind aktuell in Torlaune. Dreimal waren sie erfolgreich in den letzten Spielen. Die Nummer 20, die Nummer 5, Weston McKennie. Die Nummer 14, Florian Krüger. Die Nummer 16, Javairo de Rossum. Und mit der Nummer 9, so. Da haben wir die Anfangsformation der Schalker. Ja. Sie spielen es heute im 4-5-1, wenn ich es richtig sehe. Das ist richtig. Ein wirklich massives Mittelfeld. Aber es ist klar, genau von hier muss dann die Unterstützung nach vorne kommen. Da müssen sie nachrücken. So, okay, schauen wir mal. Dass sie gerne unheimlich viel Druck ausüben auf ihren Gegner heute wieder. Glaube ich schon. Das war ja am besten. Dann ist jeder Gegner schwer, überhaupt reinzufinden ins Spiel, überhaupt Chancen rauszuspielen. Wenn dir ständig einer auf den Füßen steht, dann ist das blöd. Gut. Dann hoffen wir mal, dass wir heute nicht wieder zwei Punkte liegen lassen. Deswegen jetzt die Hausaufgabe, Jan Regensburg. Mit Gewissen erledigen und versuchen, das Ding genau die drei Punkte nach Hause zu fahren. Er passt ihn auf den und der Tabellen 18. ist auch nicht ganz ungefährlich. Kommt jetzt die Flanke. Klasse Pass. Da gibt es Elfmeter. Er gibt noch 4 Minuten Elfmeter für uns. Gut gemacht, keine gute Zweikampfführung. Da verursacht er einen Elfmeter, aber das ist wahrscheinlich schon bitter für den Gegner. Denn er darf weiterspielen. Es gibt nicht mal gegen Terodde. Dem geht er schön hinten in die Füße und dann ist der Elfmeter da und jetzt darf Terodde seinen Strafstoß machen. Krüger hat im letzten Spiel gegen Wien Wiesbaden verwandelt. Mal gucken, ob es Terodde jetzt wieder jetzt macht. Ja, aber ziemlich souverän. 1-0, fünfte Minute. Vierte Minute. Viertes. Fünftes Saisontor. Müsste es sein, oder sechstes sogar. Schön den Keeper verladen und dann war das Ding drin. Er freut sich über das Führungstor. Sie setzen sein taktisches Konzept im Moment richtig gut um. Ja, fünftes Saisontor war es übrigens. Jetzt schon im vierten Spiel. Aber jetzt weiß ich auch, warum ich den geholt habe, den Jungen. So, da hätten wir also das 1-0. Mal sehen, wie es hier weitergeht. Genau, Terodde, der das gut gemacht hat und jetzt diesen Pass auch gut wirft. Der Rossum, der Ex-Hertana, der den Ball in die Mitte legt und das ist es. McKennie, 9. Minute 2-0. Das ist der Doppelschlag.
2:0. Wenn du dich als Torwart gleich zwei Leuten gegenüber siehst, was willst du denn da machen? Eine Seite kannst du dicht machen, aber eben nicht beide. Tor fällt fast zwangsläufig. So, wie gesagt, die Hausaufgabe Regensburg wollen wir relativ schnell erledigen, damit das Thema auch durch ist dann irgendwann. Und es ist das zweite Saisontor für ihn. Spielstand 2:0. Im Moment läuft es natürlich für sie. Ja. Stark gearbeitet hier. Wir feiern heute ein Jubiläum, Buschi. Nicht eins, sondern das des Trainers. 50. Spiel. 50. Spiel auf der Trainer. Ist abseits, da hat das Timing nicht gestimmt. Klar. Bin ich auch ziemlich happy gerade über das. Wie sie mag. Vielleicht der Vorstoß auf außen. Toller Pass. So, der Rotte macht der jetzt Tor Nummer 6. Jupp. 17 Minuten. Da ist nochmal die Szene, die zum Tor geführt hat. Und wieder ist es Kobylanski. Da hat er die Situation blitzschnell erkannt und gleich mal die ganze Abwehr ausgehebelt. Absolut, Wolf. Das war gedankenschnell. Da konnten sie ihm nicht mehr folgen. Doppelpack. Ja, mit Kenny. Große Freude auch am Spielfeldrand. Er ist zufrieden mit der Leistung seiner Mannschaft. Das müsste es doch eigentlich jetzt sein. Ja, Tor Nummer 6 für ihn in der und Saison. Mit dem 3:0 sorgen sie hier für klare Verhältnisse. Wes McKennie. Sieht vielversprechend aus. So. Mit Terodde, der weiß ja, wo die Bude steht. Beide gefährlich. Wird Abschluss geben jetzt. Abschluss. Na, Krüger kann ihn nicht nochmal reinlegen. Und da verlieren sie den Ball. Ballverlust. Wir kennen ihn. Er hat auch schon vorgelegt. Es gab ja diesen kleinen Teaser am Anfang mit dem Torjäger der 26er von Jan Regensburg. Und da hat Terodde mit zwei Toren schon mal eine Ausnahme vorgelegt. Bujalab. Das ist schlecht. Gut abgefangen da vorne. Hab dich. Das ist schwach. Zuspiel kommt nicht an. Und Bujalab jetzt nochmal. Aber der jetzt. Kobylanski. Jetzt der Ballverlust. Ah, jetzt kann ich keinen Pass spielen. Und jetzt versucht auch Regensburg nochmal ein bisschen anzusetzen, ein bisschen mitzuspielen. Aber Mustafi de Rosso und kein Abseits. Doch. Da ist er zu früh losgelaufen. War nicht zu übersehen, Abseits. Ganz irgendwas, aber ich denke, es ist richtig entschieden. Naja, da kann man auch mal laufen lassen. Aber gut, Schiedsrichter sagt knapp abseits. VR gibt es hier nicht in FIFA. Bin mal gespannt, ob sie irgendwie. Das macht er sehr gut. Klasse Tackling. Mal im nächsten Teil einbauen. Super dieses Zuspiel. So, Kobylanski. Und nicht McKennie mit seinem Doppelpack. Ich bin am dritten Saisontor. Sie geben den Ball bis jetzt wieder ab. So, auch Regensburg ist weiterhin, aber die kriegen 0,0 da hinten momentan hin. Kollegen bieten sich an. Der Ball jetzt habe ich. Rose. Ach, so ist gespielt. Gar keine Fahrt dahinter.
und angezeigt jetzt eine Minute Nachspielzeit. Und jetzt haben sie den Ball. So, und dann ist Halbzeit. Die erste Hälfte haben sie komplett verpennt. Drei Treffer müssen in Durchgang 2 aufgeholt werden. Hm. Er ist heute einer der auffälligsten. Starker Auftritt von ihm, er versucht es aus allen Lagen. Ja, drei Schüsse hat er versenkt. Zwei Schüsse hat er versenkt, Doppelpack, ja. Genau, der Elfmeter und das Tor in der 17. So. Komplett verdiente Führung auch. Anpfiff zur zweiten Hälfte. Ich bin gespannt, ob sie weiterhin so dominant auftreten können. Gut aufgepasst, schauen, ne? Verteidiger. Ah, gut verteidigt da hinten. Weil dadurch konnte der Pass auf Terodde nicht durchgehen. Ja, Niklas Beste. Klasse Vorstoß, da müssen sie aufpassen. Ja, der 7er und dann dieser Ballverlust da vorne. Der kann viele tödlich sein. Schon damit gerechnet und jetzt steht es auch endgültig fest. Er verlässt den Verein, er wird also wechseln. Nach Leipzig. Zu RB wechseln. Krüger. Ja, der Rosun. Ja, der aber zweimal querlegen muss. Gefährlich jetzt. Oh, guter Lauf mit der nächsten. Gute Chance. Jetzt kommt die Ecke. Situation geht weiter, immer noch gefährlich. Gehalten, aber der Ball weiter im Spiel. Schön gemacht. Ja, gibt das die nächste Variante. Jetzt kommt die Flanke rein. Und das ist Dilrosun mit der nächsten dicken Chance. Und jetzt geht der Torjäger der Regensburger vom Platz. So, und jetzt sind hier noch 30 Minuten zu absolvieren. So, halbe Stunde noch. Jetzt wieder immer noch 3-0. Nach 17 Minuten stand das auch schon so. Den Ball holt er gut verteidigt. Ecke. An dem Ball waren sie noch dran. Ecke. Oh, jetzt werden sie wechseln. Die Ecke kommt rein. Schön abgebrochen. Ah, den kriege ich nicht mehr. Schade. Der Kopfball geht ins Aus. Gibt Einwurf für Jan. Regensburg. Moritz. Martinez. Klasse Pass. Flanke abgeblockt. Ei, 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 ei. Aber der mit dem Ball in den Lauf des. Passecke, aber der Ball geht wohl zum Einwurf raus. Ja. Ah, Einwurf. Da ist die Flanke ins Zentrum. Hab dich. Da kann er klären. Gut aufgepasst. Klasse dazwischen gegangen. Den Pass hat er förmlich geahnt. Schöner Pass. Jetzt versucht auch Regensburg noch mal ein bisschen aufzubauen. Und sich hier nicht. Federico Palacios Martinez. Jetzt haben wir es. Fairer Einsatz hier. Krüger über die Außenbahn jetzt nochmal. Die Abwehr sucht noch nach ihrer Formation. Ecke. Eckball. Also anhand der Gesänge kann man wohl davon ausgehen, dass die Fans grundsätzlich zufrieden sind mit ihrer Mannschaft. Da bin ich ganz bei dir, Wolf. Die Leistung der Mannschaft passt. Keine Schwierigkeiten hier bei diesem. Na, Mustafi, der kann nichts machen gegen den Keeper. Der hier auch in der Situation das nächste. Die nächste. Ach man, was ist denn heute los mit euch? Da geht aber auch keiner hinterher, ne? Ball hat die Abwehr. Keine schwierige Aufgabe. Der Abschluss war schlicht und ergreifend zu schwach. So, Regensburg wird Schalke versucht zu kontern. Super dazwischen gegangen. Gehen sie nicht hin. Der Blick zur Uhr. Noch 7 Minuten. 7 Minütchen noch. Terodde. Da mit viel Übersicht. Terodde und jetzt gibt's die Flanke. Nein, 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 nein. Also der geht nicht in Richtung. Ballverlust. Tolle Aktion von
Uiuiui, also sagen wir mal so, wie gesagt, das Spiel war nach 17 Minuten schon relativ schnell durch, 3-0, aber... So, mal ein bisschen durchwechseln. Und momentan verpasst man so ein bisschen das vierte Tor zu machen. Jetzt wechsle ich kurz zurück. Keeper geht auf Nummer sicher, faustet diese Ecke erstmal weg. Klasse, wie er das macht, holt sich den Ball. Ja, und dann ist kein weiteres Tor mehr gefallen. 3-0. Diese Partie. Das war eine klasse Leistung heute. Am Ende fast schon mühelos und damit natürlich überzeugend. Die ersten 20 Minuten waren schon quasi spielentscheidend. Na, es hätte durchaus höher ausgehen können, aber der Keeper hat es gut gemacht. Der Ringsburger. Der hat echt ein paar Dinger rausgeholt, na. Und wie ihr seht, wie gesagt, 4., 9., 17., es hat sich quasi nichts mehr geändert. Hier das Tor zum 1-0, der Rolle der Elfmeter, wenn er sowas von souverän gemacht hat. Er macht das Tor, guter Elfer. Javairo. 9. Minute, der Rosun, der den Terrolle da sieht und das Ding, ne, McKenny war's. Das 2-0 macht. Das ist der Doppelschlag. Nach 9 Minuten quasi schon. Und dann die 17. Terodde, der Endstand. Da ist die Chance. Das ist der Treffer. So, kurz ins Interview gehen nach dem Spiel. Und dann sind wir auch durch. Danke, dass Sie direkt nach dem Spielende für ein paar Fragen zu uns rübergekommen sind. So, ja, grandioser Auftritt. Auf jeden Fall hat sich der Transfer definitiv mal gelohnt. Regensburg bleibt nach 4 Spielen mit 0 Punkten ganz am Ende des Feldes, der Tabelle. Und wir bleiben jetzt mit, wir haben jetzt 10. Wie gesagt. Danke für diese kurzen Aussagen. So, dann haben wir das auch durch. So, Kutucu verlässt den Verein erneut, wechselt für ein Jahr und danach möchte ich ihn gerne in der Bundesliga haben. So, dann sind wir, in der Bundesliga plane ich wieder mit ihm. So, Transferangebot für Gambula. Wenn das Angebot natürlich passt, 4,3 Millionen für Rangers. Möchte ich nicht. So, Trainingstag. Oh, wir sind. Also nee, Union muss ja noch spielen. Stimmt. Wenn die verlieren, sind wir natürlich wieder Tabellenführer. Sind wir das zweite Mal in der Saison Tabellenführer. Ja, das rutscht natürlich wieder hoch. Klar, die haben das vierte Spiel jetzt auch gewonnen. So, er lässt dann für 2 Jahre. Nach so Fenerbahce, Istanbul. Das heißt, ich darf vielleicht sogar noch einen neuen. Naja, einen Verteidiger brauchen wir nicht. Ich habe eigentlich genug Möglichkeiten.
So, nächstes Spiel ist dann gegen Hannover 96. Und das sehen wir uns dann in der nächsten Folge an. Ne? Bis dahin und tschüss.